Yeah. Oh, Menschen. Ach so, nee, ich wollte erst mal gucken. Mein Auto. Das ging das letzte Mal nicht. Also gehen wir erst mal in die Garage. Wir müssen uns eigentlich nur umdrehen, ne? Nicht mal. Wir laufen einfach nur. Hey, yo, ich würde gerne mein Auto abholen. Abschlepphof, alles klar, jetzt ist es da, wo es hin soll. Dann finden wir es. Wo war er denn? Wo war er denn? Da unten. Alter Schwede. Gut, dann holen wir mal unser Auto, ne? Ich hol mein Auto. Wo, wo, wo? Der hat gebremst, der kommt zurück. Alter, was ist denn hier los? Geh mal lieber hier hoch. Und dann wieder hier runter zu gehen. Yeah, gute Landung. Sehr schön. So. Oh, ich freue mich so auf mein Auto. Mein Auto. Ach, das ist Kunst, oder? Ein Träumchen. Vielleicht ist ja irgendwas in dem Mülleimer, ne? Wir schauen einfach mal rein. Ich habe einen Schuss gehört. Vier Pfandflaschen. Alter, was geht denn hier ab? Schießerei! Und ich bin mittendrin. Oh je. Ich glaube, die wollen sie überfahren. Oh oh, ich bin Zeuge. Bin Zeuge, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Bin Zeuge einer Schießerei. Oh, hier steht ein schönes Auto. Wenn es jetzt nicht abgeschlossen ist. Ach, verdammt. Holen wir uns lieber unser eigenes Auto, ne? Aber da ist zu viel los. Ich kann da nicht hin. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, jetzt ziehen sie ab. Hey, ihr sucht den Falschen. Ihr sucht den Falschen. Ich muss dringend in mein Auto. Ja und? Was ist hier los? Ach, da ist es doch. Aktion zurückholen. Ah, oh, ich hab's wieder. Da ist er. Audi, Abt, A4, Q. Alles Mögliche. Okay, ich wollte eigentlich, dass ich mich anschnalle, G drücken. Ich bin so dumm. Ich sag jetzt lieber nichts, ne? Genau, ich steige am besten hinten ein. Ei, 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 ei. Ach ja, jetzt schnalle ich mich erst an. Zack. Angelegt, ein Traum. So, jetzt kann ich auch nicht mehr rausfallen. Alter Schwede, bin ich dumm. Heizen wir einfach mal ein bisschen hier durch, ne? Es ist halt kein Lambo, ne? Wir gucken erstmal, wo wir hier sind. Eigentlich wollen wir ja in die Stadt. Das. Interessant. Nee, aber ich glaube, ich park mein Auto mal. Aber wo? Da.
Wir gucken jetzt mal, wo Redline ist. Da in der Nähe ist... Da gehöre ich hin. Redline Performance ist da. Also packen wir unser Auto dahin. Jawohl, ja. Ein Träumchen. Ah, da erkennt man schön die Bildschirme in den Sitzen. Ach, ein Traum, oder? Okay, was geht hier vor? Okay. Das, irgendwas war doch gerade hier. Naja, geht mich nichts an, weiter geht's. Man soll seine Nase nicht in fremde Angelegenheiten stecken, ne? Sehr schön. Okay, wie es aussieht, bin ich hier falsch, aber wir kommen trotzdem dahin, wo wir hinwollen. Sag ich jetzt einfach mal. Okay, vielleicht auch nicht. Dann drehe ich halt doch wieder um. Ach ja, ich muss genau über mir auf den Highway. Wo ist der Lambo? Ah, der Lambo gehört meinem Kollegen. Den kann ich nicht immer fahren. Aber der Audi, den ich hier habe, der ist noch aus den ersten Tagen. Der ist so viel wert, dass ich mir fast einen Lambo kaufen kann. Vielleicht mache ich das ja mal. Die Tage. Aber so ein schöner Audi ist doch auch nicht verkehrt, oder? Yeah. So, und warum komme ich jetzt nicht hier runter? Habe ich mich wieder schon wieder verfahren? Ach ja, ist das. Ist nicht weit, da müssen wir hin. Komm, das kriechen wir doch. Zack. Ach, was für ein Weg ich mal da fahren muss, ey. Alles klar. Yeah. Nicht so schnell, sonst fliegen wir genau hier drüber. Oh, ein Traum. So, vierspurig, schön hier rüber und Abfahrt. Jetzt schaffen wir's. Alter Schwede, was für ein Aufwand. Hä? Das Ding will mich doch verarschen, oder? Ey, das... Was genau passiert denn hier gerade? Nochmal von vorne. Das Ding, das verarscht mich doch vom Feinsten. Nee, wir sind in eine andere Garage hier. Die hier, aber die ist so weit weg. Egal. Ich lass mich doch nicht veräppeln hier. Alter. Naja gut, Runde 2. Hatten wir wenigstens mal eine schöne Stadtrundfahrt, ne? Wow. Immer schön das Navi im Auge behalten, ne? Ein Träumchen. Ob ich mir ein paar Waffen hole, wenn wir jetzt schon hier sind, ne?
Wo sind die ganzen Autos? Geisterstadt. Ja, es ist ein bisschen spät, es sind nur noch 50 Mann auf dem Server. Ups. So. Abschnallen, aussteigen, zumachen. Sicher. Servus. Keiner da hier. Was habt ihr denn Schönes für mich? Na, kommt das Menü auch noch? Kommt das Menü auch noch? Ja, eine Pistole für 7000. Der Fallschirm, da ist er. Den nehme ich auch. Was ist denn hier los? Taschenlampe. Kann man immer gebrauchen, oder? Du hast nicht genug Geld? Was? Ich hatte doch eben 14.000. Ach so, das Auto. Ah. Ah. Oh, die Katze. Oh, seht ihr die Pfoten hier? Oh. Oh. Die hat schöne Krallen, sage ich euch. Schöne Krallen. Jetzt hängt sie aber, glaube ich, fest an der Kette. So. Irgendwann reißt sie mir noch den Hals ab. Sehr schön. Raketenwerfer. Ja, so viel Geld leider noch nicht. Aber kommt noch, kommt noch. Sehr schön. Angeschnallt, kann nichts mehr passieren. Muss ich mich hier mal umgucken? Ist irgendjemand da? Aha. Ein Bootshop. Oh, ich habe eh kein Geld. Mensch. Ne, gehe ich doch dahin, oder wie? Garage Nummer 7. Ja. Einen Versuch machen wir noch. Wohl, wenn ich da so die ganze Zeit rum, kann ich auch hier hin, ne? Zack. Da geht's hin. Da geht's hin. Au, Audi Quattro. Sehr schön. Oh, da steht ein Auto und da ist noch ein... Hier ist tatsächlich Verkehr. Servus, Gorki, alles fit? Ja. Schön, dass du da bist. Geht's nicht so viel. Ich guck mir mal hier alles an. Warum steht der jetzt einfach so da rum? Was geht? Alles fit? Da sitzt gar keiner drin. Da sitzt gar keiner drin. Dann gucken wir doch mal, ob wir uns dieses Auto aneignen können. Ah, der ist schon wieder da. Scheiße. Scheiße. Ach, Mann. Ich hatte mich schon gefreut. Gut, angelegt. Auto abgeschlossen. Gleich. Wir gucken erstmal. Oh, ich wurde geblitzt. Scheiße. 50er-Zone mit 125. Eieieiei. Rechnungen. Ui, sind ja einige offen. Bezahlen geht nicht. Bezahlen. Ah, sehr schön. Ja, scheiße. Die anderen kann ich leider nicht bezahlen. Naja, gut.
Ja, ist echt nichts los. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal zur Red Line. Vielleicht ist ja irgendjemand da. Red Line Performance. Ups. Na, schauen wir mal, ob jemand da ist, ne? Keiner da, abgeschlossen. Oh, Mann, ey. Was ist denn heute nur los? Haben alle frei oder wie? Ja, wieso denn hinten? Sehr schön. Er hat verstanden, was ich vorhab. Tja, was machen wir jetzt? Nichts los. Wirklich nichts. Gehen wir Billard spielen? Ach komm, wir gehen erstmal eine Bon rauchen. Wo war denn da der Laden? Wo war denn der Laden? Dance Shop La Piccola Morte. Könnte das das Ding sein? Kennt sich da jemand aus? Das ist ziemlich... Oh. Tja, ich würde sagen, mein GTA ist gerade zusammengebrochen, nicht wundern. Scheiße. Macht aber nichts, starten wir es halt nochmal. Sehr schön. Wir fahren einfach mal so ein bisschen durch die Stadt und gucken, ob wir irgendwas entdecken, was einfach interessant ist, ne? Aber wo lang? Ich meine, das war hier irgendwo. Jawohl. Immer schön langsam, nicht das Auto kaputt machen. Da steht noch einer mit dem Audi. Sieht ja stylisch aus. Was ist denn das? Ist mittendrin einfach so stehen geblieben, oder wie? Hey, ist alles cool bei dir? Tja, keine Antwort ist auch eine Antwort. La Piccola Mortis. Nein, da sind wir irgendwie falsch. Aber hier gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen, ne? Er ist zu. Das ist doch nicht den hier ernst, oder? Ach, ey. Jetzt steigt da hinten ein. Ein Traum, ja. Super. Ja, anschnallen nicht vergessen. Ja, das Ding hat auch zu. Jetzt fehlen mir langsam die Worte. Na, schauen wir mal, wo es hingeht. Irgendwo muss doch ein schönes Lädchen sein. Was ist denn das? Das ist die Post. Nee, ich glaube nicht. Was ist denn das? Ein grüner Punkt. Okay, okay. Was sind denn diese Herzchen? Da fahre ich einfach mal hin, ne? Alles klar. Ah,
Alter Schwede, das hätte auch schief gehen können. Yeah, ich bin einfach ein Babo beim Fahren. Ich... Wow. Aha. Hoffentlich hat jetzt hier ein Lädchen offen. Tatsächlich. Ein Tattoo-Shop. Yeah! Ich habe gar keine Kohle. Naja, da kann ich mir die Tattoos mal angucken. Und wieso steckt der jetzt hinten ein? Also manchmal ist es doch echt ein Traum. Gut, abschließen. Traumhaft. Boah. Oh, ich dachte schon, er geht nicht mehr. Glück gehabt. Ab in die Werkstatt, das wird teuer, ja. Ich. Scheiße. Ich mach mir erstmal einen Tee, dann werde ich vielleicht ruhiger, ne? Dann war rechts ran, ne? So. Hab mal grünen Tee getrunken, der 45 Minuten gezogen ist. Mir war kurz übel und ich bin in die ganze Nacht wie ein Duracell-Hase rumgerannt. Ja, das liegt wahrscheinlich am Tein. Deswegen soll man in der Regel auch nur so lange ziehen lassen, wie es draufsteht. Du wurdest gerammt, also dein Auto. Was? Tatsächlich, hier ist eine Beule. Ansonsten sieht's noch recht heil aus. Oh doch, hier ist Augenkratzer. Und er qualmt. Das ist, glaube ich, auch nicht so ein gutes Zeichen. Aber ich weiß ja, wer es war. Kam von vorne. Also ist derjenige in der Gegenfahrbahn gefahren. So eine Frechheit. So machen wir das. So wird's gemacht. Ich muss mal mein kaputtes Auto abstellen, das macht es nämlich nicht mehr lang. Der gute Audi, verchromt, will nicht mehr. Wow, 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 was passiert denn hier? Was ist hier los? Wieso wackelt diese Stange da oben so? Ja, jetzt hat's aufgehört. Jetzt hat's aufgehört. Für 8.000 einparken? Wieso kann ich ein beschädigtes Auto nicht einparken? Was ist denn das für eine Logik? Ich habe aber keine 8.000. Aussteigen. Überfall! Genau, schnell, schnell zumachen. Jetzt kommt keiner mehr dran, ne? Jo, schicke Karre, ja? Jo, danke. Das ist der nächste Supermarkt. Ich glaube, die haben alle zu. Ich war nämlich eben unterwegs. Achso, ich brauche so einen Erste-Hilfe-Kasten, ja? Ich habe noch keinen. Bin noch relativ neu, ja? Ich glaube, zwei Tage. Gute Frage. Ich kann dir das sagen auf der Karte. Ja, gute Frage. Ich bin auch erst seit ein paar Tagen wieder hier. Ich muss mich auch erst zurechtfinden. Ich fahre immer die kleinen Lädchen ab, aber die haben alle zu. Irgendwie. Ja, um die Zeit ist es, glaube ich, irgendwie normal. Ja, leider. Ich brauche nur diesen Supermarkt, brauche diesen Verbandskasten, mehr nicht. Weißt du? Ja, sorry, ich kann dir da nicht helfen. Ich müsste jetzt auch alle abfahren, weil es steht leider nicht da. Gibt es hier so, nicht sowas wie eine Apotheke oder so? Das sind immer diese kleinen Supermärkchen, ja. Wofür steht denn das große S? Das ist, glaube ich, eine gute Frage. Ich gucke nochmal drauf. Dann würde mich jetzt auch interessieren. Ich wollte da auch mal, das Krankenhaus ist da.
Vielleicht ist das ja sogar der Supermarkt. Ja, ich schaue sonst mal selber, ja, nämlich wegen Verkehrskontrolle und so. Ich habe schon kaum Kohle, ja. Ja, kenne ich. Ja, ohne Moos nichts los. Ja, richtig. It is what it is. Ja, okay, alles klar. Bis dann, ne? Wir sehen uns. Jo, mach's schon gut. Schönen Abend noch. Jo, ciao, ciao. Gleichfalls dann. Gut. Jetzt ist auch die Frage, ne? Wo war der Supermarkt? Der war nämlich auch nicht so weit um die Ecke hier. Naja. So.